Geliebte, unser Predigttext heute Morgen stammt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 17. Ich lese das mit uns zusammen. Jesus beendete seine Rede. Danach blickte er zum Himmel auf und sagte: Vater, die Stunde ist jetzt da. Lass die Herrlichkeit deines Sohnes sichtbar werden, damit der Sohn deine Herrlichkeit sichtbar machen kann. Du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben. So kann er allen, die in ihn anvertraut sind, das ewige Leben schenken. Darin aber besteht das ewige Leben, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe auf der Erde deine Herrlichkeit sichtbar gemacht, denn ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Lass nun an mir die Herrlichkeit wieder sichtbar werden, die ich hatte, als ich bei dir war, bevor die Welt geschaffen wurde. Ich habe dich bei den Menschen bekannt gemacht, die du mir in dieser Welt anvertraut hast. Sie gehörten dir und du hast sie mir anvertraut. Sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Jetzt wissen sie, alles, was du mir aufgetragen hast, kommt wirklich von dir. Denn ich habe ihnen die Worte weitergegeben, die du mir aufgetragen hast, und sie haben sie angenommen. Sie haben wirklich erkannt, dass ich von dir gekommen bin, und sie glauben nun, dass du mich gesandt hast. Ich bete für sie. Ich bete nicht für diese Welt, sondern für die Menschen, die du mir anvertraut hast, denn sie gehören dir. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Und was dir gehört, gehört auch mir. Durch diese Menschen wird meine Herrlichkeit sichtbar. Ich bleibe nicht länger in der Welt. Ich komme ja zu dir, aber sie bleiben in der Welt. Heiliger Vater, bewahre sie in der Gemeinschaft mit dir, die ich ihnen verkündet habe. Dann gehören sie zusammen, so wie wir untrennbar eins sind. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie in der Gemeinschaft mit dir bewahrt, die ich ihnen verkündet habe. Ich habe sie gut beschützt und keine von ihnen ist verloren gegangen, außer dem, der verloren gehen musste. Denn damit ging in Erfüllung, was die Heilige Schrift vorausgesagt hatte. Jetzt komme ich zu dir. Ich sage das alles, solange ich noch in der Welt bin. Ich sage es, damit meine Freude sich ansteckt und ganz und gar erfüllt. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben. Und jetzt werden sie von dieser Welt gehasst. Denn sie gehören nicht zu dieser Welt, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sich aus dieser Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor den Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zu dieser Welt, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die heilig sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, genau so habe ich sie in die Welt gesandt. Für sie gebe ich mein Leben hin und gehöre so ganz zu dir. Dann gehören auch sie ganz zu dir und leben in der Wahrheit. Ich bete nicht nur für sie, sondern ich bete auch für alle, die durch ihr Wort zum Glauben an mich kommen. So sollen alle untrennbar eins sein, so wie du, Vater, mit mir verbunden bist und ich mit dir. Dann können auch sie mit uns verbunden sein. Dann kann auch diese Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit weitergegeben, die du mir geschenkt hast. Denn sie sollen eins sein, so wie wir eins sind. Ich bin mit ihnen verbunden und du mit mir, damit sie untrennbar eins sind. Daran soll diese Welt erkennen, du hast mich gesandt und du liebst sie, so wie du mich liebst. Vater, du hast sie mir anvertraut. Ich will, dass sie mit mir dort sind, wo ich dann bin.
Sie sollen mich in meine Herrlichkeit sehen, die du mir geschenkt hast. Denn du hast mich schon geliebt, bevor die Welt erschaffen wurde. Gerechter Vater, diese Welt hat dich nicht erkannt, aber ich habe dich erkannt. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe dich bei ihnen bekannt gemacht und werde es weiter tun. Dann bleibt die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch bei ihnen. So bleibe ich mit ihnen verbunden. Geliebte, was ich heute Morgen vorbereitet habe, weiß ich nicht, ob ich das ein Predigt nennen sollte oder ein Andacht, aber es ist auf jeden Fall eine Reihe von Gedankenimpulsen. Und ich hoffe, dass für jede was drin ist, weil diese Text, diese sehr lange Gebet aus dem Mund von Jesus, unser Herr selber, ist so unglaublich reich. Ich glaube, man kann ein ganzes Jahr lang darüber predigen und dann wird man immer noch nicht fertig sein. Deswegen, was ich heute mit euch teile, sind so ein paar Gedanken. Und nehmt euch da was von, weil Gebet so was Zentrales, nicht nur in unserer Gemeinde, sondern auch in unserer freikirchlichen Tradition ist. Und das hat mich als geprägte, reformierte Pastorin sowas von beeindruckt. Das war eine der schönsten Schätze, die ich in meinem Kontakt mit freien Kirchen entdeckt habe, dass er und mittlerweile auch ich so miteinander beten können. Ich finde das unglaublich schön. Und ich habe auch immer wieder gesagt, dass ich das mit mir mitnehme, wenn ich dann auch wieder in der Landeskirche wechsle. Aber diese Gebetsgemeinschaft, diese Zusammenbeten, das trage ich mit hinein. So, hier haben wir heute ein ganz besonderes Gebet, ein Gebet als Predigtext. Stellt euch das mal vor. Und deswegen teile ich mal so ein paar Gedanken mit euch zum Thema Gebet, zum Thema Einsein, zum Thema in Christus sein. Man hört so oft heutzutage, dass die Menschen es für möglich halten, gläubig zu sein, eine Beziehung zu Jesus Christus zu haben, aber nicht Teil einer Glaubensgemeinschaft zu sein. Die Leute werden argumentieren, dass die Gemeinde sie nicht in den Himmel bringen wird. Oder sie werden erzählen, wie die Menschen aus der Gemeinde sie verletzt haben oder wie sie mit dem Pastor oder der Gemeindeleitung nicht klarkommen. Aber, Geliebte, ich möchte euch heute anhand dieses Gebets von Jesus Christus zeigen, dass diese Argumente einfach nicht ausreichen. Die steht sogar im Widerspruch zu dem, was die Kirche Jesu Christi seit über 2000 Jahren vertreten hat. Wenn man ein wahrer und aufrichtiger Gläubiger ist und wenn man den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist wirklich als einzigen Herrn und Retter bekennt, dann kann man nicht anders, als auch Teil seiner Gemeinde zu sein. Heute besteht unser gesamter Text aus einem Gebet Jesu. Der Text enthält das Gebet, das Jesus zu seinen Jüngern sagte, nachdem er sich von ihnen verabschiedet hatte. Dieses Gebet ist nicht nur etwas Besonderes, weil es das längste in der Bibel enthaltene Gebet Jesu ist, sondern weil Jesus in diesem Gebet als Hohepriester für die Menschen auf der ganzen Welt fungiert. Wenn man ehrlich und aufrichtig zu Gott betet, drückt man seine tiefsten Gefühle und Wünsche aus. Man teilt seine intimsten und persönlichsten Gedanken im Gebet mit dem Herrn. Wenn wir dieses Gebet Jesu aus dieser Perspektive betrachten, bekommen wir eine Vorstellung davon, was die tiefsten Herzenwünsche Jesu waren.
Das, was Jesus von Gott, den Vater, am meisten begehrte. Schauen wir uns nun den Inhalt des Gebets genauer an. Jesus betet für seine Jünger. Ich habe deinen Namen den Menschen bekannt gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort zu Herzen genommen. Jetzt wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Jesus half also seinen Jüngern, Gott wirklich kennenzulernen und ihn als den Sohn Gottes anzuerkennen. Es ist jedoch nicht einfach, uns Menschen zu helfen, Gott und Jesus Christus anzuerkennen, weil diese Anerkennung nicht von selbst kommt und weil wir Menschen so voll von uns selbst und den eigenen Interessen sind, dass es für uns schwierig ist, von unserem Thron herabzusteigen und Gott die Ehre zu geben, die ihm gebührt. Jesus sagt, dass er seinen Jüngern die Worte gab, die er von Gott enthalten hatte. Nur die Worte, die von Gott kommen, haben die Kraft, unsere menschlichen Augen zu öffnen, damit wir Gott und Jesus Christus wirklich erkennen können. Wie wir wissen, waren die Jünger gewöhnliche Menschen und es dauerte lange, bis sie verstanden hatten, was Jesus Christus wirklich versuchte, ihnen zu sagen. Allzu oft haben sie ihn missverstanden oder ihn überhaupt nicht verstanden. Die meisten von ihnen öffnete ihre Augen auch erst nach der Auferstehung oder nach dem Empfang des Heiligen Geistes. Durch Jesu lernte sie, Jesus lernten sie geduldig, Tag für Tag die Worte, damit sie den wahren Gott und Jesus Christus als den Sohn Gottes anerkennen konnten. Am Ende war Jesus erfolgreich und die Jünger schaffen es, die Augen zu öffnen. Die Apostelgeschichte, die Briefe im Neuen Testament und auch jede persönliche Lebensgeschichte von uns selber zeigen, dass die Jünger nach der Auferstehung Jesu tatsächlich zu großen geistlichen Persönlichkeiten geworden sind. Menschen, die das Herz Gottes, sein Evangelium und sein Werk tief verstanden und bis heute unzählige Menschen zum Glauben gebracht und zu ihrer Errettung beigetragen haben. Ohne die Jünger wären keiner von uns zum Glauben gekommen. Lass uns deshalb den Herrn Jesu dafür preisen und verherrlichen, dass er das Werk in seine Jünger vollbracht hat. In den Versen 9 bis 12 konzentriert sich Jesus in seinem Gebet ausschließlich auf die Jünger. Die Jünger sind für ihn so wertvoll, weil sie Gott gehören. Gott schuf sie und erwählte sie und sie gehören auch zu Jesus Christus. Jesus wird von ihnen weiter verherrlicht, weil sie ihn als den Sohn Gottes anerkennen. Sie sahen und erlebten seine göttliche Geduld, seine Liebe und seine Fähigkeit, Menschen zu berühren und zu verändern. In Vers 11 sagt Jesus, ich lebe nicht mehr in der Welt, aber sie leben immer noch in der Welt. Ich komme zu dir. Heiliger Vater, behalte sie in deinem Namen. Den Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir. Jesus betet also hier dafür, dass seine Jünger eins sein werden.
Wir wissen, dass die Jünger in ihren Persönlichkeiten und Hintergründen sehr unterschiedlich waren. Obwohl sowohl Petrus als auch Johannes Fischer waren, waren sie sehr unterschiedlich und konkurrierten oft miteinander. Wir lesen auch in der Apostelgeschichte, wie die Jünger in der frühen Kirche oft untereinander stritten und kämpften. Sie hatten starke Persönlichkeiten und von Natur aus starke Meinungen zum Glauben. Wie ist es dann möglich, dass sie eins sein können? Jesus betet, dass der Vater sie in seinen Namen bewahren soll, damit sie eins sind, wie der Vater und der Sohn eins sind. Obwohl sie sehr unterschiedlich waren, konnten die Jünger dennoch eins im Namen Gottes sein. Und das ist nur möglich, wenn jeder von ihnen eine tiefe und innige Beziehung zu Gott hat. In Vers 13 betet Jesus für seine Jünger, dass ihre Freude vollständig sein möge. Nicht Freude an den verderblichen Dingen der Welt, sondern wahre Freude. Dies ist nur möglich, wenn sie in enger Beziehung zu Jesus Christus leben. Darüber hinaus brauchen die Jünger diese Einheit so dringend, weil sie sich in einer feindlichen Welt befinden. Jesus verwendet in Vers 14 starke Worte, wenn er sagt, die Welt hasst sie, weil sie nicht zur Welt gehören, so wie Jesus auch nicht zur Welt gehöre. Die Jünger, die Gott so geliebt hat, werden von der Welt gehasst. Dies liegt darin, dass die Jünger das Wort Gottes gehört und sich zu Herzen genommen haben und dass sie ihr Leben entsprechend organisiert haben. Und das steht in direktem Gegensatz zu der Welt. Jesus betet aber auch nicht, dass seine Jünger von der Welt befreit werden. Denn wenn Gott sie aus der Welt herausnehmen würde, hatte die Welt niemals die Gelegenheit, das Evangelium zu hören, Buße zu tun und gerettet zu werden. Deshalb betet Jesus, dass seine Jünger in der Welt vor dem Bösen bewahrt werden. Jesus betet also nicht nur für ihre Erhaltung und ihre Einheit, er betet auch für ihre Heiligung. Lass sie durch die Wahrheit geheiligt sein. Dein Wort ist Wahrheit. Heiligung ist eine wichtige Reise, die jeder Gläubige unternehmen muss. Sie erfolgt durch die Vermittlung des Heiligen Geistes und durch die ständige Beschäftigung mit dem Wort Gottes. In Vers 18 sagt Jesus, dass er seine Jünger in der Welt gesandt hat. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe ich sie auch in die Welt gesandt. Obwohl die Welt sie hasst, sendet Jesus sie in seinem Gebet in die Welt, damit sie als seine Gesandten das Evangelium predigen können und die Welt durch sie die Gelegenheit hat, den wahren Gott und Jesus Christus anzuerkennen. Jesus sagt, für sie gebe ich mein Leben hin und gehöre so ganz zu dir. Dann gehören auch sie ganz zu dir. Das ist der sogenannte Hohepriestergebet. Im Alten Testament heiligte sich der Hohepriester immer, bevor er in der Gegenwart Gottes erschien und das Opfer anbot. Jesus heiligt sich also auch selbst, bevor er das Opfer bringt. Und in seinem Fall wird er selbst zum Opfer. Er sagt,
ich bete, dass sie alle eins sind, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, dass sie auch in uns sind, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Hier betet Jesus für die Einheit aller christlichen Gläubigen, dass wir so vollkommen untereinander sein werden, wie er und der Vater eins sind. Geliebte, wie ihr wisst, es ist viel einfacher gesagt als getan. Schon allein in unserer eigenen Gemeinde gibt es so viel Vielfalt und Unterschiede, Vorlieben und Hintergründen. Aber Geliebte, schauen wir uns noch einmal an, wofür Jesus betet. Er betet, dass wir in ihm und im Vater sein sollen, fest und verankert, wie er und der Vater eins miteinander sind. Das ist die vollkommene Einheit, wie unser Glaubensbekenntnis es ausdrückt. Es ist uns daher möglich, trotz unserer Unterschiede Einheit zu schaffen, wenn wir alle in Jesus Christus und in Gott, dem Vater, sind. Je näher und tiefer unsere Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, und mit Jesus Christus ist, desto näher kommen wir uns unweigerlich auch. Denn wenn wir in Jesus Christus sind, können wir uns vom ganzen Herzen lieben und trotz unserer Unterschiede immer noch gut miteinander auskommen. In Christus ist es uns möglich, einander mit Wertschätzung und Respekt zu begegnen und uns auch gegenseitig zu unterwerfen. In Christus können wir zusammen mit einem Herzen und einer Seele beten und in gegenseitiger Anerkennung miteinander arbeiten. Wie sich diese Einheit auf die Welt auswirken wird. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollständig eins sind. Damit die Welt weiß, dass du mich gesandt hast und sie lieben, wie du mich liebst. Ja, Geliebte, hör mal, durch unsere Einheit wird die ungläubige Welt den wahren, lebendigen Gott und Jesus Christus als seinen Sohn erkennen. Dies bedeutet, dass wir das Evangelium nicht nur mündlich predigen können und sollten, sondern ihn auch durch die Einheit des Leibes Christi gestalten in dieser Welt geben. Jesus betet für die Verherrlichung Gottes des Vaters. Er betet für die Bewahrung und Einheit seiner Jünger und für die Einheit unter aller Gläubigen. Möge es sein, Geliebte, dass wir dieses Gebet wirklich ernst nehmen, dass wir wirklich das, was Jesus für uns betet, zu unserem eigenen machen. Möge Gott uns helfen, ihn in allem, was wir tun, zu verherrlichen und das Werk, das er uns durch sein Jünger anvertraut hat, durch Einstimmigkeit in unserem Gebet und unseren Aktivitäten zu erfüllen. Amen.